Hallo alle zusammen, ich habe hier den Display Cleaner und ja, gucken mal, was der leistet. Ich habe einen wirklich dreckigen Monitor. Hier sieht man dieses, ja, Schmutz, den Staub hier. Schlieren haben wir hier und wir gucken mal, wie das funktioniert. Ich ziehe ihn hier einmal rüber, einmal runter, rüber. Und ich denke, man wird hier schon sofort sehen. Es ist Wahnsinn, was das hier schafft. Der Staub ist komplett weg. Da sieht man auch hier, der hat ganz schön Fusseln aufgenommen. Guck mal, ob er auch den Rand weg sauber kriegt. Ja, auch den Rand schafft er super. Und ja, ist natürlich die Frage, kriegen wir das hier wieder sauber? Da kann man den Staub einfach runterreiben, dann geht das auch sauber. Gut, der hat natürlich auch noch eine Flüssigkeit. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. So. Und die Flüssigkeit, die verteilen wir jetzt auch nochmal hier. Einfach um zu gucken, ob hier Schlieren draufkommen oder nicht. Wichtig ist natürlich bei diesen Monitorreinigungsmitteln immer, dass der Monitor aus ist und am besten auch abgekühlt ist. Ansonsten fördert das natürlich so Schlieren auch. So, ja, also ich kann hier erstmal im Groben und Ganzen erkennen, es wird sauber. Scheint auch keine Schlieren zu bilden. Auch der Monitor hier scheint das auszuhalten. Ohne Probleme. Also man kann hier anscheinend auch nicht nur Displays von Handys sauber machen, sondern auch hier Monitore. Ja, hier haben wir noch ein Display vom Handy. Das machen wir auch nochmal kurz sauber. So. Und auch das Display vom Handy wird hier sauber. Ja. Also ziemlich fusselfrei das Display und insgesamt richtig gut sauber geworden. Also.